LQS Lighting Quality Standard. Willkommen bei der neuen Anordnung in der Welt des Lichts. Entwickelt von OMS. Wir haben mehr als 20 objektive quantifizierbare Kriterien ausgewählt. Mit denen werden sowohl einzelne Leuchten sowie komplette Lichtlösungen für unterschiedliche Arten von Räumen bewertet. Das Ergebnis der Bewertung ist desto besser, je höher der LQS-Index ist. Die LQS-Methodik ist in 6 Elemente aufgeteilt, von denen jedes seine unvertretbare Rolle spielt. Die ersten 4 enthalten objektive Bewertungskriterien: Ergonomie, Emotion, Ökologie, Effizienz. Die beiden verbleibenden sind subjektiv, aber haben den gleichen Wert an Bedeutung. Esprit, Einzigartigkeit. Gemeinsam schaffen sie eine untrennbare Einheit. The key is 6 E's. Ergonomie. Untersuchen Sie den Einfluss des Lichts auf das menschliche Auge. Farbwiedergabeindex. Die Erscheinung der Farbobjekte hängt von der Interaktion zwischen den Farben ab. Der Farbwiedergabeindex gibt an, wie nahe die Farbe des Objekts seiner Erscheinung unter der relevanten Lichtquelle entspricht. Verhinderung von Blendung. Die Blendung ist ein visueller Eindruck, den das Vorkommen eines beleuchteten Bereichs im Sichtfeld schafft. Die Verhinderung von Blendung ist aus der Sicht des Arbeitsschutzes wichtig. Die Vorbeuge kann durch die verschiedenen Maßnahmen erreicht werden. Entweder durch die korrekte Anordnung der Leuchten oder ein entsprechendes optisches System. Beleuchtungsniveau. Die richtige Beleuchtung sollte imstande sein, die Informationen zu vermitteln, die für die Ausführung von Aufgaben, für die Motivierung, zur Erzeugung einer positiven Stimmung oder kreativen Atmosphäre erforderlich sind. Der Arbeitsplatz ist der wichtigste Bereich im Hinblick auf Lichtqualität. Für das menschliche Wohlbefinden ist aber auch die unmittelbare Umgebung zu berücksichtigen. Licht. Einheitlichkeit und harmonische Verteilung der Helligkeit. Die homogene Beleuchtung ermöglicht die kontinuierliche Wahrnehmung der Umgebung ohne plötzliche Unterbrechungen, die Rückgänge des Beleuchtungsniveaus verursachen. Die harmonische Verteilung der Helligkeit ist für die Sichtschärfe, Kontrastempfindlichkeit und das Wohlbefinden des Auges wichtig. Emotion. Entdecken Sie den Einfluss des Lichts auf menschliche Emotionen. Biologischer Faktor der Beleuchtung. Es gibt eine Menge von wissenschaftlichen Beweisen dafür, dass die Beleuchtung die Stimmung der Menschen, ihre Leistung, ihr Wohlbefinden und sogar die physische Gesundheit beeinflusst. Blaulichtkomponente. Das blaue Licht signalisiert, besonders hervorstechend während des Tageslichts, dem Körper die Tatsache, dass es jetzt Tag und nicht Nacht ist. Genügend Blaulicht im Farbspektrum macht die Leute weniger schläfrig und konzentrierter. Simulation des Tageslichts. Durch die richtige Kombination der Leuchte mit dem elektronischen Vorschaltgerät kann die Beleuchtung Tageslichtzyklen in inneren Bedingungen genau imitieren, um eine Simulation von Tageslicht hervorzurufen. Dynamische Beleuchtung. Ein einfaches automatisches System der sukzessiven Änderungen der Intensität kann die wahrgenommene Raumqualität verbessern. Die Änderungen sind denen ähnlich, welche langsam bewegende Wolken verursachen. Tunable White. Eine einfache Änderung der Temperatur der weißen Farbe kann den Raum völlig verändern und einen Einfluss auf die Stimmung und Gefühle der Bewohner haben. Dies kann in Büro- sowie Wohn- und Einkaufsbereichen eingesetzt werden. In Geschäften kann der richtige Weißton den Verkauf vorantreiben. Beleuchtung der Raumoberflächen. Vorgaben für die Beleuchtung der Oberflächen sind an die Beleuchtung der Arbeitsebene gebunden. Korrekte vertikale Beleuchtung beeinflusst die Wahrnehmung von Raum und Objekten, die im Raum platziert sind. Aus der Sicht der großen Oberfläche des reflektierten Lichts und des Wunsches nach dem Licht, das von oben kommt, macht es Sinn, Decken zu beleuchten, auch wenn an der Oberfläche keine bedeutsamen Ereignisse stattfinden.
Emotionale Beleuchtung. Die emotionale Beleuchtung kann mit großer Wirkung in Geschäften, in Wohngebieten und Orten der sozialen Interaktion wie Bars oder Clubs die Stimmung und den Einfluss auf die Wahrnehmung eines gegebenen Raumes beeinflussen. Mit der RGB-LED-Technologie kann die emotionale Beleuchtung großartige Wirkungen bei sehr niedrigem Niveau des Energieverbrauchs erzielen. RGB-Farbmischung. Die RGB-Mischung verwendet die einfache Theorie der additiven Farbmischung. Die Überdeckung der Farben schafft neue sekundäre Farben, wobei die Kombination von allen drei das Weiß bildet. Die Möglichkeiten der RGB-Mischung sind sehr begrenzt im Vergleich zu LED-Technologie. Akzentuierte Beleuchtung. Die Leuchten, die akzentuierte Beleuchtung gewähren sollen, stützen sich auf Scheinwerfer und Optik, um einen kohärenten Lichtstrom zu gewähren, der auf spezifische Objekte oder Punkte im Raum konzentriert werden soll. Ambiente Beleuchtung. Die wirkliche Rolle der ambienten Beleuchtung ist das Hervorrufen einer Stimmung und des Tons des Raums. Ökologie. Bewertet wird die Fähigkeit einer Leuchte, Energie zu sparen und die Wartungskosten und den Gehalt an Gefahrstoffen zu reduzieren. Neueste Lampentechnologie. Die Beleuchtungswelt hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Gegenwärtig gehört die Spitzenposition den LED-Lampen, deren Qualität ständig steigt, wobei die Energieansprüche reduziert werden. Systemeffizienz der Leuchte. Dieser Faktor hängt vom Betriebswirkungsgrad LOA ab. Wie gut die Leuchte entworfen ist und wie viel Licht in ihrem optischen System verloren geht. Er beurteilt auch die elektrischen und thermalen Verluste in der Leuchte. Thermische Leistung einer Lampe. Lichtquellen produzieren Infrarotstrahlung, wobei die Menge von Lampentyp abhängt. Jedes Objekt unter direktem Lichteinfall obliegt daher einer konstanten Wärmebelastung, die seine Eigenschaften verändern kann. LEDs sind die einzigen Lichtquellen, welche keine Infrarotradiation ausstrahlen. Gehalt von gefährlichen Materialien. Die problematischen Bestandteile sind die toxischen Schwermetalle wie zum Beispiel Quecksilber und Blei. Das Quecksilber ist ein wichtiger Bestandteil aller Leuchtstofflampen. Aus der Sicht des Gehalts an gefährlichem Material ist die LED ein klarer Gewinner, weil sie überhaupt kein Quecksilber enthält, wobei sie hocheffizient ist. Lebensdauer und Instandhaltungskosten des Produkts. Dieser Faktor muss beim Entwurf der Systeme, die Leuchtstofflampen verwenden, berücksichtigt werden. Die LED-Beleuchtung hat eine Lebensdauer von 25.000 bis über 50.000 Stunden, viel länger als herkömmliche Lichtquellen. Moderne, hocheffiziente T5-Lampen haben eine ähnliche Lebensdauer. Effizienz. Nutzung der Innovation bei der Steuerung und Regulierung der Beleuchtung. Präsenzmelder. Die Grundprämisse der Präsenzdetektion für Beleuchtungszwecke ist das Einschalten des Lichts nur dann, wenn der Raum von einer Person besetzt ist oder betreten wird und daher die Beleuchtung wirklich gebraucht wird. Dieser Typ des berührungsfreien automatischen Beleuchtungsmanagements kombiniert den Benutzerkomfort mit der Optimierung des Energieverbrauchs. Sensor der konstanten Beleuchtungsstärke. Der Grundsatz ist die Erhaltung der konstanten Beleuchtungsstärke im gegebenen Bereich unabhängig von Leistung der Leuchte. Die Aufgabe des Sensors ist die Erkennung des Niveaus der Beleuchtungsintensität und die entsprechende Einstellung der Leistung des Beleuchtungssystems, damit das vorab eingestellte Niveau erreicht wird. Tageslichtsensor. Die Tageslichtsensoren in Verbindung mit gut entworfenen Beleuchtungssystemen können die Qualität des Tageslichts maximieren. Die höchste Effizienz kann in Umgebungen erreicht werden, wo das Tageslicht reichlich durch die Fenster kommt. Der Sensor selbst reagiert auf Beleuchtung des Bereichs direkt unter ihm. Abruf von Beleuchtungsszenen. Die Beleuchtungsszenen können tatsächlich eine ähnliche Darbietung wie im Theater erzeugen. Die Beleuchtung kann sogar ferngesteuert werden, entweder durch eine spezielle Fernbedienung oder über PC, Tablet oder sogar einen iPhone und iPad.
Esprit. Die Form des Objekts mit ausgezeichnetem ästhetischem Wert wird zum wichtigen Faktor bei der Innengestaltung der Vision des Architekten. Gesamteindruck der Leuchte. Die Aufgabe des Designers ist, die Anwendung der Leuchte zu berücksichtigen. Erscheinung der Leuchte im Raum. Das Design sollte jedoch nie der Hauptgrund für die Verwendung einer bestimmten Leuchte sein. Die angemessene Beleuchtung nimmt immer mehr an Bedeutung an. Detaillierte Lösung, Oberflächenbehandlung. Der Entwurf muss die Anforderungen in der Spezifikation einschließen, ohne dass die Vision, die für die gesamte Leuchte besteht, geopfert werden muss. Funktionselemente. Die Bestandteile von unterschiedlichen Leuchten, die die gleiche Grundtechnologie verwenden, sind nicht gleich geschaffen. Der wichtigste Teil ist selbstverständlich die Lichtquelle. Einzigartigkeit. Respektieren Sie jeden Kunden als eine einzigartige Person. Maßgeschneiderte Lösungen addieren den zusätzlichen Wert und Komfort. Vertrauenswürdige Partner bereit für die instabile Zukunft des Markts und Änderung des wirtschaftlichen Systems sind eine Notwendigkeit in der Welt der Beleuchtung. Wählen Sie Ihren Lieferanten mit Vorsicht. Folgen Sie dem richtigen Licht. OMS, eine der am schnellsten wachsenden Gesellschaften in der Industrie. Mit ca. 1000 Mitarbeitern tragen wir wesentlich zur Verwendung und Akzeptanz der künstlichen Beleuchtung seit mehr als 16 Jahren weltweit in über 120 Ländern bei.